Was ist eine Pflichtverletzung? Gemeint ist jetzt hier der juristische Begriff Pflichtverletzung. Dieser Begriff wird ja im BGB ganz zentral verwendet. Und ich gebe zunächst mal eine ökonomische sozusagen Erklärung. Eine Pflichtverletzung ist eine Soll-Ist-Abweichung. Mehr nicht. Ja, eine Pflichtverletzung ist keine moralische Wertung, sondern zunächst mal eine nüchterne Feststellung. Und juristisch würde man das jetzt, die Juristen würden so nicht formulieren, aber juristisch formuliert heißt das, der Vertragspartner tut nicht das, ja, das ist sozusagen das Ist, er tut nicht das, was er tun sollte. Das ist das Soll. Ja, er sollte zum Beispiel am 7. Mai liefern und er liefert am 10. Mai. Dann haben wir eine Pflichtverletzung, eine Soll-Ist-Abweichung. Jetzt müssen wir im Weiteren prüfen, ob das schuldhaft war, ja, ob das Vorsatz oder Fahrlässigkeit war und so weiter. Also Pflichtverletzung ist nur eine Stufe auf dem Weg. Und streng genommen müsste man jetzt die Formulierung noch ergänzen. Es gibt nämlich auch Pflichtverletzungen, bei denen der Vertragspartner etwas tut, was er nicht tun sollte. Das ist die positive, die aktive Vertragsverletzung. Also der Vertragspartner tut nicht das, was er tun sollte, beziehungsweise tut etwas, was er nicht tun sollte. Können Sie noch folgen? Tut etwas, was er nicht tun sollte. Tut etwas ist wieder das Ist. Und was er nicht tun sollte, ist das Soll. Ja, das ist zum Beispiel die sogenannte positive, die ja überhaupt nicht positiv ist, sondern aktiv, als aktiv ist das hier zu verstehen, die aktive Vertragsverletzung. Das ist eine Pflichtverletzung, wo der Vertragspartner etwas tut, was er nicht tun sollte. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.